Manfred Spitzer, Gehirnforscher und Psychiater, Universität Ulm. Mein Forschungsgebiet sind vor allem Lernprozesse und die Übertragung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf Lernalltag. Ja, das ist wirklich das, was wir beforschen. Das heißt, wir überlegen uns, wie kriegen wir all das, was die Neurowissenschaft heute schon über das Gehirn weiß, auch sozusagen, how make it to work, ja, wie kriegen wir es in die Praxis? Ja? Beispiel, wir wissen noch gar nicht so lange, wie intensiv Lernprozesse mit, ich sag mal, positiven Emotionen verknüpft sind. Ich rede nicht von Spaßpädagogik, ich rede, dass Lernen und Glück selber ganz eng im Kopf zusammenhängen. Das geht so weit, dass wir wissen, was wir früher als Glückszentrum bezeichnet haben, ist eigentlich gar nicht für Glück zuständig, es ist für Lernen zuständig. Ja? Es spricht nämlich nur dann überhaupt an, wenn etwas Positives passiert, das wir noch nicht wussten. Wenn wir es schon wissen, spricht es gar nicht mehr an. Ja? Deswegen geht auch Dauerglück nicht, weil Sie wissen es ja schon und irgendwann wird es Ihnen langweilig. Ja? Aber immer wieder Glück, wenn Sie immer wieder Neues, Interessantes zur Kenntnis nehmen, das geht. Ja? Und Einkaufen macht kurzzeitig glücklich, selbst das wissen wir, im Scanner kann man sowas rauskriegen, aber es macht sie langfristig unglücklich, sie müssen den ganzen Krempel ja bezahlen. Ja? Lernen hingegen, das können sie nie genug und deswegen ist auch klar, was die Konsequenz ist, nämlich dass wir wirklich Lernwesen sind und das eigentlich noch viel mehr kultivieren müssten. Wir, damit meine ich auch mein Lerninstitut, wir haben so ein kleines Institut gegründet, stehen mit einer ganzen Reihe von Kultusministerien in Verbindung. Ja. Man muss nur sagen, die Implementierung des Ganzen ist schon nicht so ganz einfach. Letztlich, Schule ist bis heute der Ernst des Lebens. Ja. Und das passt gar nicht zu dem, was die Gehirnforschung sagt. Ja. Dass heute immer mehr Kompetenzen sogar gedrillt werden, ja, passt auch überhaupt nicht. Ja, dass wir die Zeit herausgenommen haben, indem wir sozusagen jetzt ganz schnell immer alles machen müssen. Ja, wir haben das G8 eingeführt, Bologna-Prozess, alles internationalisiert und so weiter. Aber gleichzeitig mögen die Studenten diese verschulten Studiengänge nicht mehr. Wir sind einfach weniger beliebt. Ja. Kinder können nicht mehr ins Ausland gehen, weil die 11. Klasse gestrichen wurde im Zuge des G8. Aber dort haben sie ganz viel gelernt. 4 Jahre Leistungskurs sind nicht so gut wie ein halbes Jahr Aufenthalt in Frankreich oder England. Und wenn man weiß, dass das so ist und streicht dann diese wesentlichen Dinge, dann macht man was falsch. Dass ich denke, es ist noch viel zu tun und manche Reformen in der jüngeren Vergangenheit gingen in die falsche Richtung. Das müssen wir besser machen. Es hängt natürlich davon ab, was Sie jetzt unter Lernen verstehen, wenn es um, ich sag mal, Rote Learning, also das Auswendiglernen von Vokabeln geht, ja, was nebenbei ein sehr spezieller Spezialfall ist. Meistens tun wir das ja gar nicht. Ja. Also Beispiel, jeder, der seine Muttersprache als Säugling lernt, der lernt keine Vokabeln auswendig. Der beschäftigt sich mit der Welt, geht mit den Dingen um, geht mit anderen Menschen um und lernt die Vokabeln nebenbei, ohne zu büffeln. Ja. Deswegen lernen Sie natürlich auch eine zweite Sprache so am besten, indem Sie da hingehen. Ja. Wenn wir wollen, dass die Kinder und die Jugendlichen mit Spaß lernen, Problemlösefähigkeiten entwickeln und so weiter, dürfen sie nicht mit Angst lernen, weil Angst macht Kreativität kaputt. Und selbst wenn ich hinterher gut drauf bin, wenn ich aber unter Angst etwas gelernt habe, dann rufe ich die Angst mit ab. Und deswegen darf ich nicht mit Angst unterrichten. Dann habe ich schon falsch gemacht. Ja? Das ist ganz wichtig, diese Einsicht. Dann ist es wichtig, selbstgesteuert. Hey, was interessiert mich denn jetzt gerade? Und wenn mich gerade was interessiert, dann lerne ich das ganz schnell. Wenn da ein anderer kommt und sagt, du hast dich jetzt dafür zu interessieren, ist das im Grunde schon falsch, weil ich interessiere mich gerade für was anderes und deswegen lerne ich jetzt nicht das, was der will, dass ich lernen soll. Ja? Lernen läuft am besten selbstgesteuert. Ja? Diese Einsicht macht auch individuelles Lernen ganz wichtig, ja, und zeigt auch, dass im Grunde genommen in einer Klasse auch ganz viele Einzelne sind, die was lernen. Natürlich kann ein Lehrer vorne stehen, kann auch mal sagen, hey, da ist irgendwas Spannendes. Aber wenn er es nicht schafft, wirklich alle dafür sozusagen Feuer fangen zu lassen, dann nützt der beste Frontalunterricht nichts. Da wird er an den Schülern abprallen wie an Teflon und dann wird wenig Erfolg sein. Die beste Werbung ist, wenn mein bester Kumpel mir sagt, hey, das ist toll. Das weiß ja auch jeder. Ja. Also die von Person zu Person Mundpropaganda, das ist das Beste. Ja. Und da kommt auch nicht der Drill, der alle 5 Minuten über den Werbespot, der kommt da auch nicht mit. Ja. Und ich glaube schon, dass es
in der Zukunft immer mehr auch darum geht, finde ich das Allgemeine, was diese Firma verkörpert, finde ich das gut. Ja, das überlege ich mir, kaufe ich da. Ich kann ja als Bürger sowieso nur einmal in 5 Jahren mit dem Wahlzettel und ansonsten kann ich jeden Tag sozusagen als Kunde und Konsument abstimmen, ja, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, dass die Menschen immer bewusster da werden, dass sie schon eine Stimme haben, eben auch als Konsument. Und da kann ich das kaufen, was mich und dem, das meine Ziele mehr repräsentiert als was anderes. Und ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger. Das geht leicht. Ich meine, zum einen gibt es in der Psychologie Bahnungseffekte, kann man messen, mit Reaktionszeiten, elektrophysiologisch auch im Scanner. Ja, man braucht aber gar nicht die teuersten Methoden. Das geht wirklich mit alten, gut ausgebildeten psychologischen Methoden. Mittlerweile kann man am Internet viel machen. Man kann sehen, was korreliert womit. Also man kann sogar Google-Webseiten als Assoziationslandkarten untersuchen, das haben wir auch mal gemacht, und kann dann wirklich Google-Abstände, also was kommt wie häufig mit was anderem auf einer Webseite zugleich vor. Das kann man logarithmisch berechnen und dann findet man den Google-Abstand, und der Google-Abstand ist ein gutes Maß dafür, wie auch in unseren Köpfen die Dinge nah oder entfernt miteinander assoziiert sind. So dass man tatsächlich heute ich würde mal sagen, ein ganzes Arsenal von Methoden hat, um zu messen, was mit was anderem wie gut zusammenpasst. Im Moment habe ich dafür gar keine Zeit und ich weiß auch nicht, ob die Markenartikler schon so weit sind, dass sie das alles machen. Also ich erlebe sozusagen heute noch, gerade auch jetzt wieder, dass ein Kollege so viel Missionarsarbeit leisten muss, um aus meiner Sicht Dinge, die schon lange in der Gehirnforschung ausgemacht sind, einem Publikum nahezubringen, das sich mit Werbung professionell beschäftigt. Das zeigt mir, wie weit der Weg noch ist. Also ich denke mir, in 5 bis 10 Jahren stehen möglicherweise die Markenartikler bei mir Schlange, aber im Moment noch nicht. Im Netz, überall, wenn man mich, mein Name Manfred Spitzer googelt, haben sie mich sofort.